Hier unten, ja, stimmt, hier unten war das Buch. Ich war irgendwie oben im Arbeitszimmer, muss ich sagen. Ich habe ein Paddel. Ich habe ein Paddel? Das ist nicht gut. Das ist keine gute Idee, Gondel. Die, die oben drauf liegen zuerst, ne? Das Beispiel, das drauf. Das da, das da. Was da? Was ich das soll? Du hast alle anderen mit der Hand entfernt. Okay. Ich benötige etwas Scharfes, um das Wachs zu entfernen. Ich habe ein Messer. Warum nehme ich das Wachs mit? Weiß ich noch nicht. Drehorgelspieler. Der Puppenspieler etwas verloren hat. Eine zweite Puppe? Ein weiteres Teil für sein Kostüm. Ja? Die Maske passt nicht so ganz, aber ist in Ordnung. Schauspieler auf der Bühne. Ich kann meine Eule dazu setzen. Ich brauche ein Schmuckstück, um dieses Bild zu vervollständigen. Ich kann hier aus meinem Isolierband was basteln. Hier fehlt offensichtlich ein Gegenstand. Ich sollte ihn wiederbringen. Was ich nicht alles tun solle hier. Wie sind die Leute damals eigentlich über die Runden gekommen, wenn die nirgendwo alles verloren haben, nirgendwo reingekommen sind? Was habe ich hier eigentlich eine Zange? Mal alles verbummelt haben. Mal dann. Der Hund ist jetzt friedlich. Das ist schön. Kann ich mit der Zange das da aufheben? Ich weiß nicht, ob das geht. Anscheinend aber ja. Da war ein Seil drin. In der Muschel ist kein Seil drin normal, aber hier ist eine letzte Perle. Ich habe noch Wachs. Ich kann hier aus Wachs was kneten, wenn ihr das hilft. Guillotine nehmen. Ich sollte die Klinge der Guillotine nehmen. Vielleicht kann ich die Klinge noch gebrauchen. Ich kann hier Wachs schmelzen. Das stimmt schon. Aber was mache ich jetzt damit? Jede irgendwelche Form annehmen. Ja, die hier wäre mir ganz recht. Glasvitrine, hier ist eine Perle. Ich habe keine Schnur. Ich habe Isolierband. Hätte ich die Schnur vom Hals der Dame nehmen können? Wäre das möglich gewesen? Kann ich deine. Ah ja. Kann ich scheinbar. Ich bin der Meisterfehler. Gib das der guten Dame. Ich habe das Wappen, das ist auch ganz schön. Ich will nicht das Minigame machen, das gleich folgen wird. Wir werden es uns ansehen und wenn ich beschließe, nein, dann skippen wir das. Die Maus darf das Feld nicht verlassen. Umzingle den Nager mit Hilfe der Katzen, um sie einzufangen. Ach, okay, das ist okay. Das ist okay. Jetzt voll machbar. Ups, da hätte ich fast nicht aufgepasst. So, Katzen haben gewonnen. Das war jetzt simpel. Oh, ich dachte, es kommt eine Katze, Entschuldigung.
Ich muss mich beeilen, sonst trinkt er das Gift. Ich hab's ihm gerade weggenommen. Was soll denn jetzt noch passieren? Herzhälfte, du hast die Guillotine. Ich muss diese Truhe öffnen, vielleicht finde ich dann etwas Nützliches. Ich hab mein Schwert verloren. So kann ich nicht springen, aber ich weiß, ob mir dabei helfen kann. Flieg und Sieg, Eule! Ja klar, ich lass die da oben wie die brennende Kerzen fliegen. Wie verantwortungslos bin ich denn als Tierhalter? Das ist Romeo. Wer bist du eigentlich? Du, eigentlich müssten man. Hörst du ihm oder hörst du nicht zur Apotheke? Guillotine, ja, ich weiß. Stadt gibt es so viele Guillotinen. Diese aber ist für medizinische Zwecke gedacht. Ist das in Ordnung, wenn ich sie repariere? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Vor allem, dass es so eine Mini-Guillotine draußen steht, eine richtige, und ich wette mit euch, dass ich die Guillotinen von außen auseinandernehme und hier diese Klinge einbastle. Drehstück? Keine Ahnung, ob das was bringt, ne? Ich schwöre es euch. Ich bastel die hier ein. Natürlich. Vor allen Dingen, da ist was Wichtiges drin, ich muss sie aufkriegen. Zack, erstmal einmal da durchhauen. Okay, jetzt habe ich wenigstens die Form, mir irgendwas draus zu gießen und ich weiß immer noch nicht, wofür ich das brauche. Jetzt habe ich eine Wachsfigur. Aha. Und wieder mal nur eine Herzhälfte. Was mache ich mit der Kackwachsfigur? Stopfe ich die jetzt rein? Mein Hundi. Wir gehen mal auf die andere Seite und schauen mal, was hier war. Du wolltest doch noch eine Figur für dein Kabinett? Was ist jetzt wieder dramatische Musik an? Die Ringe beeinflussen sich gegenseitig, lass mich raten. Julia. Ralf gehört an den Arm. Ich schätze mal, die Puppe kriegt hübsche neue Kleider. Sandohr gehört ans Glas, also in das Gefäß. Kerzen müssen an sein. Spiel ganz eine Seite aus ihrem Tagebuch. Eine Seite für ein Musikinstrument. Was habe ich denn hier? Wieso? Was? Das ist kein Isolierband, das ist eine Schleife, aber ist in Ordnung. Gib mir die andere Herzhälfte. Ach. Okay, jetzt. Okay, gib mir. Gib mir doch zuerst das Papier. Dieser faule Trunk hat Julia das Leben genommen. Es gibt keinen größeren Schmerz als den von Eltern, die um ihre Kinder trauern. Gib mir das Ding. Noch was? Scheinbar brauche ich nichts von hier, okay? Okay, okay. Ich kann jetzt mir den Trank geben, hoffen, dass er nicht dran stirbt. Wir sehen, was passiert. Okay, wir sind wieder hier. Ich denke jedes Mal, dass hier Cutscenes kommen sollten, aber... Okay, jetzt kommt, glaube ich, eine. Doch nicht. Er lässt mich erst vorbei, nachdem ich ihm geholfen habe. Womit? Ich sagte schon, was er von mir verlangt? Die Nachtigall des Vorlesers ist aus dem Käfig geflohen und jetzt mag sie nicht mehr von dem Ast herunterkommen. Ach, da oben. Ich sollte den Vogel wieder in den Käfig bringen, ne? Gib mir das da.
Oben hockt die liebliche Nachtigall. Wilde Vögel lassen sich nicht so einfach einfangen. Das sollte ich anders angehen. Wie wär's mit Vogelfutter? Fliegen müsste man können. Ja klar, meine arme Eule, ne? Ich wollte doch oben dieses Fähnchen da absägen, oder nicht? Warum will ich das eigentlich? Ich habe mir den. Oh, ich muss den Kescher reparieren. Oh, ich fange den Nachtigall mit einem Kescher. Glaube ich eher weniger, aber wenn sie ja mal versuchen. Tut mir leid. Ja, klar, von unten einmal reingesackt, als ob der nicht wegfliegt, der Vogel. Gut, lass mich. Hier war das, ne? Ja, ach Gott. Ein Knopf und ein Aufziehschlüssel. Was suchen wir unser Glück? Hi. Lange ist dieses Game bitte noch? Jetzt brauche ich auch die Kamera nicht mal ausblenden. Heizraum, Boiling Room. Uff, schon wieder. Alas, poor Yorick, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy, and now he's dead and gone. The thought of it makes me shudder. Please bring me the skull of my friend Yorick. Okay, wir suchen Yoricks Schädel. Chucky, die Mörderpuppe, ist unterwegs. Man glaubt, dass der Bösewicht die Bibliothek nie verlassen hat. Er versteckte sich in einem Geheimraum und tauchte in ein Buch ein. Er fand einige Menschen, die ihm halfen, seine Experimente fortzuführen. Der Alchemist suchte nach Menschen für seine Experimente. Je weiter die Geschichte vorangeht, desto verrückter wird sie. Sieht aus, als könnte ich damit irgendwas tun. Nee, wohl nicht. Hier fällt ein Rad. Ui, schön. So viel Krimskram ist hier drin. Stimmt, gibt's hier auch nur eines von diversen Büchern, ein Schlüssel, das ist ein Aufziehschlüssel? Nee. Ein Gewicht. Finde ich auch gleich heraus, wofür das ist. Eine Lokomotive, Tabakpfeife, gehört zu anderen. Das Fall gehört zum anderen. Bitte, schon nicht da. Ne? Mache ich mit dem Gewicht? Anhängen? Gute Frage, aber kommt das denn hin? Hier in die Karte zum Aufziehen? Ach, ich will das ein Rad. Okay. Meine Vögelchen schnattern auch schon im Hintergrund. Ich höre sie. Jetzt habe ich das hier repariert. So. Ach, doch, da oben. Wer kommt bitte auf die verrückte Idee, ein Buch zuzuketten? Ich würde mich eher um das Schloss kümmern als um die Kette. Vor allem kannst du die Kette mit ein bisschen Glück einfach drüber schieben. Kaputter Schlüssel. Noch besser. Deckel mit etwas Scharfem. Ich habe mein Schwert ja nicht mehr. Du willst Yoricks Schädel. Nee, vielleicht liege ich ja falsch, aber ich glaube, das Licht stimmt nicht. Dann mal im Licht zu arbeiten. Ah, ich brauche
besseres Licht, Glühleuchte. Warum habe ich die dann ausgebaut? Gehen wir mal heraus. Jetzt habe ich noch einen Knopf. Einen kaputten Schlüssel. Noch keinen Schädel, aber kriege ich den vielleicht? Wird gefragt, aber kriege ich jetzt den Schädel? Habe ich nicht beide Hälften vom Amulett? Doch, ich kann Joriks Schädel befreien hier. Hier, den Kopf. Und hinab. So, hallo Hamlet, nimm den Schädel. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache, and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation, devoutly to be wished. Da sind wir wieder zurück, nachdem Hamlet uns so schön zitiert hat. Ich glaube sogar das Originalzitat aus Shakespeares Werk. Ich gestehe, ich habe... atmet der Ofen. Bislang noch keines von Shakespeares Werken gelesen. Ich habe Romeo und Julia am Regal stehen, auf Englisch. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu lesen. Okay, Romeo und Juliet. Der Ofen verbrannt gerade. Wir haben Zeit. Das lässt sich leider nicht öffnen. Das glaube ich weniger. Oder so. Was haben wir denn hier? Das Kabel ist beschädigt. Isolierband. Jetzt haben wir endlich eine Verwendung dafür. Ich sollte sie ersetzen. Ich habe nur eine Glühbirne. Das hilft mir jetzt nicht so sehr. Was kann ich denn? Oxygen. Sauerstoff. Mit Hilfe dieses Schlitzes kann die Sauerstoffzufuhr unterbrochen werden. Ich muss ihn nur schließen. Fällt mir gerade ein bisschen schwer. Testen wir gleich. Es lebt. Es lebt. Vielleicht verschwindet dies, wenn ich das Feuer lösche. Nehmen wir Sweeney Todds Rasiermesser an uns. Die Vorbereitungen des letzten Experiments dauerten lang. Bibliotheksbesucher sahen oft einen seltsamen Mann mit einer Handpuppe, der durch Fenster sah und nach jemandem suchte. Das Experiment des Alchemisten ist gelungen. In diesen verrückten Zeiten ist ein Besuch der Bibliothek wirklich gefährlich. Ach nein, was du nicht sagst, werte Frau. Ein Mäuslein. Sie ist kaputt, aber ich sollte sie mit Hilfe eines Teils reparieren können. Lass die arme Maus da hocken. Könnte ich die Mausefalle noch verwenden? Ich weiß aber nicht, was mache ich mit der Maus später? Ich verfütter ihn an nichts, vergiss es. Zu speicherte vergessene Bücher. Habe ich hier sonst noch Dinge, die ich nicht gesehen habe? Hier zum Beispiel, da ist irgendwas. Da ist nichts mehr, Entschuldigung.